In Duisburg-Mitte wollen Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminaloberkommissar Bora Aksu gerade Mittagspause machen, als sie Zeuge eines vermeintlichen Unfalls werden. Was war das denn? Scheiße, ruft Rettungswagen. Leitstelle von 2216. Wir brauchen dringend einen Rettungswagen. Natürlich ist es erstmal super wichtig, zunächst erstmal zu schauen, ob es den Jungen gut geht. Also sprich die ärztliche Versorgung bzw. die Erste-Hilfemaßnahmen direkt an der Person. Ihm ging es ja nicht gut. Man hat auch schon gewisse Verletzungen, Schnittverletzungen bemerkt. Mein Kollege hat sofort Verstärkung und auch die Sanitäter, sprich den Rettungswagen gerufen. Wer ist das? Der ist ja total besoffen. Was ist denn passiert? Verletzte Person. Der hat sich hier eingetrunken ohne Ende und dann marschiert er durch die Tür. Wie heißt der denn? Das weiß ich doch nicht, wie der heißt. Die Schwester des Verletzten kommt völlig aufgelöst hinzu. Sie stellt die Aussage des Wirtes in Frage. Ich war gerade zu Hause, er hat mir eine Nachricht geschrieben, ihm geht's nicht gut und ich soll vorbeikommen. Hat er was SMS geschrieben? Hat er was dabei gehabt? Nee, der hat gar nichts dabei. Der hat nichts dabei? Der hat kein Handy, kein Portemonnaie, gar nichts. Also die haben es über Handy gekriegt? Ja, ich habe gerade von ihm eine Nachricht bekommen. Ihr wollt mal gucken, was er getrunken hat? Trinkt ja, nichts. Ja, komm gleich. Hier, der hat hier 180 Euro. 180 Euro? Im Leben trinkt er nicht für 180 Nein. Euro. Nein. Niemals. Mein Bruder trinkt höchstens ein, zwei Bier. Er kennt seine Sicher. Grenzen. Da hast du es doch, schwarz auf weiß. Die Ermittler halten es für unglaubwürdig, dass der junge Mann die Tür versehentlich durchbrochen hat. Da er nicht vernehmungsfähig ist, recherchieren die Kriminalisten, was vor dem Sturz passiert ist. Ich habe ihm ein Date arrangiert, weil... Also über so eine Dating-App, weil er hat so Probleme, Frauen kennenzulernen und ist jetzt seit zwei Jahren Single. So, und Sie sind der Kneipe hier? Ja, und jetzt habe ich ihm so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, ein bisschen, ja, so eine Luise, 27, ganz nett, also wirklich sehr sympathisch, auch sein Typ. Okay, also sie hat ihn wahrscheinlich... Ja, das Date arrangiert, also das Treffen, so ein Blind Date. Das Date, was heute stattfinden genau, sollte. Genau, was hier mit der Luise, ja genau, das habe ich für ihn gemacht. Sie hat auch gesessen mit der jungen Dame. Okay. Ja, und wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da war ich nicht. Wo der da geknallt hat, wie das Glas kaputt ist, bin ich raus. Achso, aber die war noch da. Sie hat ihn gesessen. Und dann wurde er irgendwie mutig, fing dann an, die anzugrapschen und sowas. Was? Dann, der hat die angegrapscht. Okay. Dann ist er aufgestanden, losgelaufen, dann läuft der Idiot durch die Tür. Mein Bruder grapscht keine Frau. Oh, was ist das denn hier? Mein Bruder ist schüchtern. Was ist das denn hier? Mein Bruder würde das im Leben nicht machen. Ist das dein Handy? Ja, das ist dein Handy, das erkenne ich. Auffallend ist, der Verletzte hat kurz vor dem Sturz die Polizei angerufen. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer bittet die Leitstelle, ihm einen Mitschnitt des Gesprächs aufs Handy zu schicken. Was liegt denn eigentlich da auf dem Boden? Das glaube ich auch. Ist das Ihre Geldbörse? Nee. Norman, ja. Bei der polizeilichen Befragung habe ich in der Ecke dieses Portemonnaie gefunden. Wir haben in diesem Portemonnaie kein Bargeld, sondern nur einen Personalausweis und eine Versichertenkarte gefunden. Kreditkarten oder Bankkarten waren auch keine drin. Natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, was das Portemonnaie dort in der Ecke zu suchen hat. Und dann auch, dass da keinerlei Zahlungsmittel drin sind. Wenn Sie denn hier ein Date haben sollten, stellt sich mir die Frage, warum führt der junge Mann nichts bei sich, womit er zahlen kann. Die Schwester weiß auch Bescheid, hat auch ein Foto von ihr wohl. Genau. Foto, zeigen Sie mal. Das ist das Profilfoto von ihr. 27, relativ jung. Ist das die junge Frau, die heute mit ihm hier gewesen ist? Ich habe sie nicht so genau angeguckt, die Frau. Aber könnte so sein, ja. Das könnte sie sein. Okay. Gut, aber raus, aus die Tür raus ist sie ja nicht. Dann gucken wir uns gerade mal ein bisschen um. Alles deutet darauf hin, dass das Date etwas mit dem Vorfall zu tun hat, zumal der Vorwurf der sexuellen Nötigung im Raum steht. Hallo? Wir machen mal die Tür auf. Wir sind von der Polizei. Was wollt ihr denn hier? Geht's Ihnen gut? Nein, mir geht's überhaupt nicht. Möchten Sie da gerade mal rauskommen? Möchten Sie rauskommen? Nee. Ist das Ihre Börse? Ja, kommen Sie mal mit. Sagen Sie uns mal, was passiert ist. Ich ein Date mit einem jungen Mann gehabt. Mit dem Norman? Ja, sie ist. Ja. Er ist ganz normal am Anfang und dann hat er angefangen, mich zu bedrängen. Wir haben auf der Toilette eine Dame gefunden mit einem zerrissenen Kleid, die uns eine sehr traurige Geschichte erzählt hat, dass der Typ sie hätte versucht anzufassen oder sogar zu vergewaltigen. Was ich nicht glaube, weil wenn man sich die Tischordnung der beiden angeschaut hat,
war das ein quadratischer Tisch von mindestens 1 Meter mal 1 Meter. Und die müssen sich gegenüber gesessen haben, jedenfalls nach Stellung der Gläser. Hier kann kein körperlicher Kontakt aufgetaucht sein. Ich nenne mich Luise. Was? Im Internet. Also eigentlich heiße ich Lieselotte Pfeiffer. Ja. Aber wenn in diesen Apps nenne ich mich halt Luise. Okay, und Sie haben sich auf jeden Fall mit ihm verabredet, ja, über diese App. Ja. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer lässt die Frau überprüfen. Und er erfährt von einem Sanitäter, dass der Verletzte keinen Alkohol getrunken hat. Mittlerweile liegt auch der Notruf der Leitstelle vor. Polizei Duisburg? Ja, hallo. Weg mit dem Ding! Lassen wir einfach mal reden. Mal gucken. Können Sie mal den Satz sagen, weg mit dem Ding? Weg mit dem Ding. Sagen Sie mal, weg mit dem Ding? Weg mit dem Ding. Haben Sie irgendwie ihn versucht daran zu hindern, die Polizei anzurufen? Haben Sie das Handy aus der Hand geschlagen? Sie wird auch erklären, warum wir das Handy da unten unter dem Tisch gefunden haben. Nee, ich habe vorhin Fußball geguckt. Und Fußball. Der sollte den Ball da aus dem Strafraum wegpölen. Deswegen habe ich gesagt, weg mit dem Ding. Da läuft aber momentan kein Fußball. Ja, ist jetzt auch vorbei. Die Kripo-Beamten nehmen den Tisch genauer unter die Lupe. Am Glas des Verletzten entdecken sie weiße Pulverspuren, die darauf hindeuten, dass dem Mann etwas ins Getränk gemischt wurde. Okay, also Sie wissen jetzt nichts von diesem weißen Pulver. Ich weiß überhaupt nichts davon. Gar nichts davon. Sie auch nichts. Haben Sie das nicht mitgekriegt, wie er sich das da reingeflößt hat? Nein, aber das würde ja erklären, weshalb er dann so komisch geworden ist. Ihnen gegenüber, ja, meinen Sie? Ah, okay, gut, dann gucken wir. Du machst den Tresen, ich geh nochmal auf die Toilette. Ja. Okay. Die Ermittler sehen sich mit der Erlaubnis des Wirts in dem Gasthaus um. Dabei machen sie nun eine entscheidende Entdeckung, die beweist, dass der Mann offensichtlich selbst Opfer einer Straftat geworden ist. Oh ja. Das ist Schlafmittel. Schlaftabletten. Ja, bei der Durchsuchung der Toilette, der Damentoilette, habe ich ein Schlafmittel gefunden, was im Abfalleimer lag, wo die Substanz zu passt. Die war noch ein bisschen Rest drin. In einer hohen Dosierung kann das zum Umfallen einer Person führen. Der wird sofort kollabieren. Und wenn man sich die Geschichte jetzt hier anguckt, der hat gewankt. Er war nicht betrunken. Er muss also von dieser Substanz etwas im Körper gehabt haben. Schlafmittel. Okay. Sag ich doch. Auf dem Darmklo. Auf dem Darmklo. Da, wo sie gerade gesessen ist. Da, wo sie gerade gesessen ist. Nein. Ja. Nein. Doch. Sie haben da gerade gesessen. Ja, da hab ich's und da habe ich es gefunden. Aber das ist nicht meins. Bleib hier stehen, nicht anfassen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Spuren drauf. Können Sie sich das erklären? Nein. Sind Sie sich sicher? Ja. Aber ich bin hier absolut sprachlos. Also glaub, okay. Wollen wir das den Kollegen gerade sonst mal zeigen? Die Kripo-Beamten erfahren, dass der junge Mann mittlerweile wieder bei Bewusstsein ist. Allerdings kann er sich nicht genau an das Geschehen erinnern. Doch den Ermittlern fällt auf, dass das mutmaßliche Opfer rund 20 Jahre älter ist als die Frau in dem Dating-Profil. Was für ein Kleid hatte die denn an, mit der sie sich getroffen haben? War das das gleiche? War das gleiche Kleid, aber das war nicht sie. Das war eine andere junge Frau. Okay. Aber dasselbe Kleid. Das nehmen wir mit als Beweismittel. Sie war das auf keinen Fall. Kann ich das Foto auch mitnehmen? Wir würden sowieso gleich noch mal auf Sie zukommen. Bleiben Sie bitte hier bei Ihrem Bruder. Ich denke mal, er braucht Sie gerade ein bisschen nötiger. Ja, wir versuchen das jetzt zu klären. Jemand hat den Mann offensichtlich mit Hilfe von Schlafmitteln außer Gefecht gesetzt. Unklar ist, ob die jüngere Frau auch in der Nähe ist oder möglicherweise sogar in Gefahr schwebt. Wo ist die zweite Frau? Wenn Sie nicht kooperieren. Ich kooperiere, ich sag's. Dann werden wir gesessen. Ihren Laden jetzt einmal auf den Kopf stellen. Was wollt ihr auf den Laden Kopf stellen? Hier wir ist werden, uns keiner. Wir werden einmal die Etagen rauf und runter gehen. Sollen wir, dürfen wir? Macht was ihr wollt. Da doch Hotel und Gasthaus. Sie haben doch bestimmt irgendwelche Zimmer hier. Wo sind die? Gehen Sie hinten durch, da ist die Tür. Da ist die Tür, alles klar. Kollegen, ihr wisst Bescheid. Ja. Okay. Wir können da durchgehen. Bis nächste. Da steckt noch ein Schlüssel, wollen wir mit 1 anfangen? Hier liegt einer. Oh. Hallo? 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 Polizei? Hallo? 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 Polizei, wachen Sie mal auf. Wir sind dann in die erste Etage gegangen. Das erste Zimmer, was wir öffneten, war nicht abgeschlossen. Der Schlüssel steckte von draußen. Und auf dem Bett lag ein Mensch nur mit einer Boxershorts bekleidet. Normalerweise wird jemand wach, wenn man ihn rüttelt und schüttelt. Dieser Mensch war überhaupt nicht ansprechbar. Da ist auch kein Geld drin. Leitstelle von 3216. Ja, hört. Ja, schick mal die RTW-Besatzung, die bei uns im Einsatzort sind. Schick die mal bitte rauf zu uns in die erste Etage. Wir haben hier auch eine bewusstlose Person. Guck mal hier. Das glaube ich nicht. Hier packt doch keiner Geld in die Bibel. In dieser Bibel haben wir anschließend das Bargeld gefunden, also einiges an Bargeld.
Wie das jetzt hier in unseren Fall reinpasst, das kannte ich mir in dem Moment noch nicht so wirklich erklären. Hey, machen wir mal die Türen auf hier. Oh. Hey! Was ist das denn? Kommen Sie mal raus. Kommen Sie mal raus. Die junge Frau behauptet, dass der Mann sie vergewaltigen wollte und sie sich im Schrank vor ihm versteckt hat. Der macht jedoch keinen aggressiven oder angsteinflößenden Eindruck. Klaus Schäfer und Bora Aksu glauben mittlerweile an eine Betrugsmasche. Aber so in dem Zustand kann er sich noch nicht vergewaltigen. Ich wollte sagen, der kann keinen Schritt gehen. Wollen Sie uns verscheißern? Nein, es ging eben besser. Ich habe mich im Schrank versteckt. Er ist dann einfach nicht nachgekommen. Deswegen habe ich einfach gewartet. Klaus, ich kenne die kurzen Haare von dem Foto, was ich heute schon gesehen habe. Wie ist denn Ihr Name? Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte Ihren Namen wissen. Wir sind von der Polizei. Sie sind verpflichtet, uns Ihren Namen und Ihre Geburtsdatum zu sagen. Polizei Duisburg, Klaus Schäfer. Ich hätte jetzt ganz gerne Ihren Namen. Nee, ich bitte Ihren Namen. Charlotte. Charlotte. Und mit Nachnamen? Pfeiffer. Pfeiffer? Die beiden Frauen haben denselben Nachnamen. Die Überprüfung der Personalien über die Leitstelle ergibt, dass der Wirt die gleiche Meldeadresse wie die Frauen hat. Sie behaupten aber, nur Nachbarn zu sein. Und jetzt Butter bei den Fische. Ich möchte es hören. Was ist denn jetzt hier los? Ja, das ist meine Mutter. Ja, komm bitte, Mama, ehrlich. Okay. Ich kenne Lust mehr drauf, das Ganze. So. Moment, was haben Sie damit zu tun? Überhaupt nichts. Ich kenne die zwei da überhaupt nicht. Sie kennen die beiden nicht? Nein, ich kenne die absolut nicht. Ich bin gerade selber erstaunt. Wo kommst du denn jetzt her? Klaus, kannst du dich daran erinnern, dass ich heute ein Foto gesehen habe? Ja. Hab ich doch eben gerade gesagt, das sehe ich, fast von hier, ja. Bring mal mit. Sie kennen die beiden nicht? Ich habe eine Theorie. Komm mal her. Ja. Schau mal, das ist die Scheibe, wo er durchgeflogen ist. Die ist kaputt. Also, junger Mann, hören Sie mal zu. Die Scheibe, die ist schon beschädigt. Okay? Lass mich mal ganz kurz durch, bitte. Ja. Die Scheibe, die ist schon beschädigt. Haben Sie jetzt irgendwie versucht, den Jungen da rauszuhauen? Ich habe überhaupt und Versicherungsbetrug nein, dazu machen? Nichts. Es hält hier jetzt niemand die Klappe. Ich hätte keine Lust mehr drauf, Mann. Mama! Günther! Er war alles. Günther hat schon dazu angestiftet, den Norman aus dem Fenster zu stoßen. Er hat ihn dazu angestiftet. Ja. Okay, Leute, wir nehmen jetzt erstmal alles fest. Er kriegt Handschellen, sie kriegt Handschellen. Ja, und hey, Günther! Hey! Runter! So. Arm auf den Ball. Schön. Die Kripo-Beamten finden heraus, dass die Gäste mit überhöhten Rechnungen abgezockt wurden. Weigerten sie sich zu zahlen, wurde ihnen sexuelle Belästigung unterstellt. Und die werden immer schon eingefädelt? Günther hat Geldprobleme. Günther hat Geldprobleme. Günther hat das alles eingefädelt und Mama hat mitgespielt, oder wie? Ja, Mama hat mitgespielt, jetzt in diesem Fall. Ja, die Masche war hier Dating mit jungen Mädels, die an Männer vermittelt werden, die Schwierigkeiten haben, auf normalen Wege etwas zu finden. Die werden bestellt, die werden betäubt, denen werden ausgeraubt. Die Frauen tun so, als wenn sie sexuell belästigt worden sind, damit die Männer da keine Anzeige machen. Ja, und in diesem Fall war es dann auch noch so, dass der Gastwirt hohe Rechnungen ausgestellt zu haben für das, was sie konsumiert haben. Der Nebeneffekt hier in diesem Fall war noch, seine Eingangsscheibe war kaputt, sodass sie den einen Kunden eben halt noch durch die Scheibe geworfen haben. Ja, Bargeld und die IC-Karte. Und die IC-Karte von Norman. Haben wir da? Ja. Okay. Die Wirtsfamilie erhält Anzeigen wegen Betrugs, Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung. Die Opfer haben sich glücklicherweise wieder vollständig erholt.